Moin Freunde, willkommen zu einem kleinen neuen Video. Ich habe etwas bestellt und zwar eine neue Shisha und des Weiteren und das ist heute angekommen. Und deshalb gibt es heute dieses Video, in dem ich das hier mal so auspacken werde und euch zeigen werde, was ich mir dann doch so, ich sag mal, gegönnt habe. Ich bin gerade erst aufgewacht, also nicht wundern, ich habe einfach mal so gerade eine Cap angezogen, dass ich nicht total zerstört aussehe und ja, wie gesagt, gerade aufgewacht und gleich das Päckchen vor der Nase gehabt und ich schraube euch jetzt mal hier aufs Stativ und dann packe ich das aus, yo. So Freunde, da würde ich sagen, packen wir das Ganze doch mal aus. Genau jetzt meint natürlich einer, er müsste den Rasen mähen. Solche Menschen, ne? Die das so früh am Morgen machen. Es ist immerhin gerade erst 3 Uhr mittags oder so. Und Messer am Start, Kiste am Start, auspacken. So, machen wir das Ganze erstmal hier auf. Gucken wir hier mal rein. Hier ist natürlich, was ist hier drin? Erstmal die Frage. Hier ist eine Amy Box. Okay, eine große Amy Box. Gucken wir gleich mal rein. Und dann ist hier noch ein zweiter Karton dabei. Gucken wir auch gleich mal rein. Die Rechnung natürlich. Ja. Knapp über 70 Euro hat das Ganze gekostet, inklusive Versand. Versand war 4,50 Euro, das heißt 66,38 hat mich das Ganze gekostet. Nebenbei, bestellt wurde das Ganze bei Cairo Max. Den Link kann ich euch mal in die Beschreibung packen, da könnt ihr mal vorbeischleudern. Ist eigentlich ein ganz cooler Shop, denn da gibt es günstige Kohle, günstige Shishas, also alles irgendwie ein bisschen billiger. Der Versand eben 4,50 Euro, aber ab 100 Euro ist dann der Versand kostenlos. Meine Bestellung hat jetzt halt knapp über 70 gekostet. Kam nicht so ganz an die 100 ran, aber naja, was soll man machen? So, die gute alte Amy Box. Die packen wir jetzt aus und gucken mal, was sich so darin befindet. Ah, so eine schöne mit dem Griff, weil als ich die Amy 440 hatte, das ist ja nur die kleine Amy Box, da ist eben kein Griff dran und da war der Transport immer so eine Sache. So, mit ganz viel Papier, das sieht man auch nicht mehr oft heutzutage, dass mit Papier hier gesichert wird. Normal sind ja immer die Noppenfolie da. Ah, das, okay, es ist auch Noppenfolie drin. Okay, das sieht aus wie ein Tauchrohr. Eine Bowl, eine schöne große Bowl, die, ja, mit matt schwarz oben habe ich mir gegönnt, die weiß-türkis, ne, hat sie ausgesehen und so, naja, weiß ist jetzt nicht unbedingt so wirklich, oder was meint ihr so? Sieht eher leicht türkis aus, aber kann man sich auf jeden Fall mal gönnen hier. Dann die Unterlegscheibe für den Kohleteller und natürlich eine gute alte Kohlezange, darf ja nicht fehlen, das gute Stück hier. Was ist das hier? Ah, ne, es war Abfall. Okay, damit ist die Box, hat sich damit schon erledigt. Kommen wir weiter zur nächsten. Wo ist es denn? Hier. Ah, brauche ich nochmal das Messer. So. Machen wir das gute Stück hier auf. Und da, ja, ich dachte eben schon, wo ist der Rest, wo ist die Rauchsäule und alles möglichen. Und die Base und alles von der Shisha, aber die ist dann hier nochmal drin. Dachte eben schon, hab mir schon leicht ins Höschen gemacht, hatte schon leicht Pipi in den Augen, aber naja. Wurde dann nochmal alles gerettet hier. Also, hier ist der mattschwarze Kohleteller am Start. Hier so, wisst ihr Bescheid, sieht man jetzt fast hier gar nicht. Dann der gute alte Textil-Standardschlauch, den ich drüben immer noch von der alten Shisha original verpackt liegen habe. Das heißt, ich werde den niemals benutzen. Ich habe den nie benutzt, den anderen. Naja.
Dann haben wir hier noch 1 Kilo Dunkelkutscher Gold. Dachten wir so, ja, Kohle muss mal wieder her, ne? Und die kostet nur 2,99 bei Cairo Max. Und das fand ich schon dann sehr schön, denn ich muss ehrlich sagen, in anderen Shops kostet sie immer um die 3,50 €. Ist jetzt auch kein großer Betrag, riesiger Betrag, aber wenn man sie so bei uns hier zumindest im Geschäft kauft, kostet sie immer 6 € oder so. Und dann sind 2,99 € ganz geil. So, was denn hier? Ach ja, die gute alte Amy Powerball haben wir am Start. Ja, ja, eine schöne Powerball bei der anderen, bei der Amy 440, da war es nur eine kleine Powerball. Jetzt ist es eine große Amy Powerball. Also ist voll safe hier. Und hier, denke ich mal, ist dann der Rest drinne. Zack, hier ist der Rest drinne in diesem Beutelchen. Denn hier, meine lieben Freunde, ja, komm raus, hopp, du Drecksau. So, da-da-da-da-dam, eine Rauchsäule, eine Base, 4 Anschlüsse, denn, meine lieben Freunde, für alle, die es jetzt immer noch nicht wissen, wir unboxen hier quasi gerade die Amy Zuri 650 mit den 4 Anschlüssen, denn es ist meiner Meinung nach, sie ist gut. Sie ist billig und sie hat 4 Anschlüsse, wie gesagt, und sie ist groß. Also von daher, ich habe jetzt für die ganze Shisha, nur für die Shisha, jetzt pass auf, knapp über 52 € bezahlt. Finde ich geil. Und was mich eben ein wenig stört, ist eben, dass man hier die Rauchsäule nicht von der Base lösen kann. Aber es gibt ja genug Pfeifenreiniger und was weiß ich nicht für Bürsten, wo man das einfach ganz einfach sauber machen kann. Und ja, das ist eben Unboxing zur Amy gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt kommt noch ein extra Video, in dem ich dann hier diesen guten Kameraden hier noch unboxe, und jetzt fliegt gerade ein Flugzeug vorbei. Es ist wunderschön. Naja. So, ich habe jetzt extra mal noch gewartet, bis das Flugzeug ein wenig weiter weg war. Also wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, schaut da das nächste Mal wieder vorbei. Bis zum nächsten Video, würde ich sagen, meine lieben Freunde, und Peace!